Seit über 1000 Tagen wird am Bau des neuen Hauptstadtflughafens BBI in Berlin-Schönefeld gebaut. Termingerecht fuhr ein Bus mit geladenen Gästen in den Tunnel ein, in welchem 2011 die Züge direkt unters Terminal fahren, um Fluggäste zu bringen und abzuholen. So wird das dann ab Winterflugplan 2011 aussehen. Seit März 2007 bauen die Berliner Flughäfen im Auftrag der Deutschen Bahn die BBI-Bahnanlagen, die innerhalb des Flughafenzauns liegen. 1,3 Kilometer wurden jetzt fertiggestellt. Für diesen Bauabschnitt wurden rund 150.000 Kubikmeter Beton und knapp 16.000 Tonnen Betonstahl eingebaut, um den viergleisigen Tunnel zu errichten. Sowohl Kosten als auch der Zeitplan wurden eingehalten. Die heutige Einfahrt mit dem Bus, also wenn Sie so wollen, mit dem Schienenersatzverkehr, war, das ist meine feste Überzeugung, das erste und einzige Mal in der Geschichte des Flughafens, dass das notwendig war, auch termingerecht realisieren konnte. Die Einhaltung dieses Termins war wichtig, denn wenn dieser Rohbau des Bahnhofs hier nicht fertig geworden wäre, dann hätten alle anderen Zeitpläne nicht gestimmt. Auf der BBI-Baustelle selbst sind zurzeit 3000 Menschen beschäftigt. Für den Bahnhofsbau waren täglich rund 400 Bauarbeiter tätig. Genau in einem Jahr werden wir den Rest, nämlich die restlichen 2 Kilometer des Tunnels für die Schienenanbindung fertig haben. Da bin ich fest von überzeugt. Doch zunächst war es wieder einmal ein Grund mehr, auf dem BBI-Airport zu feiern. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass bei solchen Bauwerken die Fristen und auch die Preise eingehalten werden. Rückblick: Beim ersten Spatenstich versprach der damalige Bahnchef Nieder. Wir werden dafür sorgen, dass wir den Flughafen mit einem hochmodernen Bahnhof unter dem Flughafen mit einer schnellen Strecke zwischen der City, also der Innenstadt, dem Hauptbahnhof verbinden. Wir werden, wenn der Flughafen dann in Service geht, Stadtverkehr, Regionalverkehr und Fernverkehr hier einbinden, sodass die Menschen, die von Berlin hier rauskommen, schnell, zügig, verkehrsfrei, planbar, zuverlässig ihre Flüge erreichen können. Doch nicht alles läuft so wie damals gedacht. Die Dresdner Bahn pünktlich 2011 fertig werden wird, das kann nicht mehr sein. Das wissen wir, deshalb ja die Alternativen. Bürgerproteste behindern den Fortgang des Ausbaus dieser Strecke. Zur Fertigstellung kann und will niemand einen Termin nennen. Aber nochmals gesagt, es gibt die Anbindung, wir haben die S-Bahn-Anbindung. Muss keiner befürchten, dass er nicht mit dem Zug hierher kommen kann, sondern es wird Verbindungen in die City hineingeben, die nur für den Airport City Express da sind. 4x die Stunde, darüber sind wir uns einig. Also die positive Botschaft ist, trotzdem die Dresdner Bahn nicht fertig werden wird, die Anbindung wird sichergestellt. Und irgendwann werden wohl hier die modernen ICEs reinrollen. Der Schwarze Peter liegt übrigens bei der Bahn. Wir werden den Bahnhof einmal mit den S-Bahnen hier im 10-Minuten-Takt angebunden haben über die Ost- und die Westachse. Wir sind dabei, mit den Aufgabenträgern über einen Regionalexpress nochmal zum Hauptbahnhof entsprechend hier zu diskutieren. Und perspektivisch, wenn wir die Dresdner Bahn durchgebunden haben, werden wir dort auch einen richtigen Bahnhofs-Shuttle haben, der vom Hauptbahnhof direkt dann durchfährt hier bis zum BBI. Ich glaube, soweit werden wir auch für unsere Kunden ein attraktives Angebot gleich vom Anfang an haben. Man muss schon genau hinhören, um zu erfahren, was es nicht geben wird. Die geplante Anbindung mit ICE-Verbindungen aus der City von Berlin wird es bis 2011 nicht geben. Und es wird auch gelingen mit der Verbesserung der Schienenanbindung nach Süden heraus aus Berlin. Aber es wird ein bisschen länger dauern, als wir es ursprünglich erhofft haben. Eines steht freilich fest. Berlin und Brandenburg haben schon mächtig vom BBI-Projekt profitiert. Also über den ganzen Bau hinweg, da vernetzt sich ja. Da haben wir ja gegenwärtig eine bei 1,5 Milliarden Vergabe, etwa 80% dessen, was in der Region bleibt. Runtergebrochen auf die Direktvergaben sind das 64%, aber wenn man die Subunternehmerstruktur mit dazu nimmt, kommen wir über 80%. Und nachdem jetzt die Finanzierung des gesamten Ausbaus verbindlich gesichert ist, wird zu den bisher verbauten 1,3 Milliarden Euro noch einmal die gleiche Summe hinzukommen.